Erstmal einspielen. Du hast ja erst einmal die Kobo. Bitte. Ja, die geht's ja nicht mehr nach oben. Ich bin nur so. Nein, nicht die schwarze. Ah, ja. Schwarze nehme ich eigentlich immer. Eigentlich. Ich nehme mal, die Rothaarige. Das Rothaar. So wie das, ne? Da stand was mit Blumen. Das ist ja gar nicht die schwarze, die ich immer nehme. Hä? Das ist die schwarze, die ich immer nehme. Der beste Einsatz ever. Wie nicht gemerkt. Das beste vielleicht noch im Spiel. Ja, da hat diese Spitze vom Schwert bei Marv aber auch schon einen Vorteil. Der fliegt zwar irgendwie scheiße zu, aber. Ja, wo greife ich denn hin? Ich will nicht in den Mond. Der ein bisschen klein ist. Dieser scheiß Angriff. Sag Pit Uppercut. Ja, nur festhalten. Nicht festhalten. Lass mal aufhören. Deswegen fangen wir das erste Mal zu. Das ist unfair, wenn ich schon verliere. Ja, du bist so gut, wie meine Eisen sein wie die. Das war ein Fehler, das war ein großer Fehler. Oh! Verschissen. Ich mach den irgendwie nie. Das ist gestillt, ja. Wie Gendorf B. Das ist ja. Kein Knockback. Fast keinen. Aber mit 36%. Ich meine. Ja genau, ich weiß schon aus, weißt du, und dann verzögert der sich nochmal. Dreimal. Wollte ich eigentlich wieder nicht machen. Ich wollte eigentlich nur das machen, immer nur pieken. Genau. Ah, ist so. Da pieken dann nämlich übelst die Reichweite. Oh, ist ein Wurf? Was ist so ein Wunsch? Naja, fast selbst umbringen. Ja, kannst du gerne weitermachen. Hast du gedacht, ne? Halt auch wieder. Na. Verdammt. Na, ah. Oh, da konnte ich nicht mehr springen. Oh, jetzt war ich mal. Oh, hat dann hier nicht die Hüßung. Kann ich springen? Hat Flug. Oh. Das war gut. Das war versäumt. 20 Minuten, läuft doch. Und zur Seite. Und noch nichts. Hatte ich eigentlich vor? Ich kenne dich ja. Was mache ich denn da? Das ist kein Angriff. Ich denke gerade, ich bin Lucario. Selbst dann ist das schlimm. Den Kampf verliere ich. Ich hab eigentlich gedacht, ich gewinne. Hab ich eigentlich auch erst. Dann musst du wieder einspielen. Sei denn, ich bringe jetzt sowas wie den Samus eben. Wo ich noch gewonnen habe. Ja, dann halt mich ja selbst um die Ohren. Weiß doch keiner. Vielleicht war ja deine Kugel confused oder so, ne? Eine Steuerung, kann, Umkehrung. Kann ich auch Fuß schreien. Das war gut. Du musst dich da jetzt nicht drüber freuen, ich kann immer noch kommen. Nee, nicht bei mir, nur wenn ich davon kommen werde. Also, weit kommt's nicht. Er hat das wenn nämlich gespeichert. Wenn ich
Er hat das nämlich gespeichert und die Audiodatei kann ich wieder herstellen. Für alles, was jetzt ist, kann ich alles haben. Das war die Wendung. Ich will jetzt echt nochmal den Unterschied einfach wissen. Damit hast du jetzt nicht gerechnet. Ich habe gegen Rastam gewonnen. Und Marv gegen Eik? Falls es diesen Kampf gab. Also kann auch sein, dass ich lauter bin. Das Ding einfach, naja, mir ist. 30 Zentimeter bei dir, bei mir ist es ein Meter weg. Ich greife einfach schneller an. Ah, das bist du. Doch, dass wir beide ein rotes Cape haben. Ist ja nicht so, als ob du fetter wärst oder so. Nein, ich niemals. Oh, ich habe nicht damit gerechnet zu treffen. Dann kann man ja auch B und unten oder so drücken. Alter! Ha, jetzt mach ich die Kombo. Oh, du? Dieser Angriff. Das hast du dich letztes Mal schon gefragt, warum ich das mache. Kann ich auch mal treffen? Los. Das. Kommst du nachher mit zum Aral? Bist du beim Aral? Tanken! Nee, du hast mein Auto! Du hast es mal im Führerschein! Nee, ich will ich einfach. Ich könnte das bringen, aber du noch nicht! Nee, ich will mir einfach eine PC-Card rufen. Beim Aral geht so? Das geht bei allen Tanken! Ich könnte mal bis hier hin, da hinten hin. Zu Shell? Ja! Nee, ja. Ja, man hat auch mal gemacht. Also, halt mich einmal für Aral mal entschieden. Ja, und ich habe eine 10 Minuten in der Nähe von mir. Stattdessen renne ich eine halbe Stunde rum. Echt? Du gehst echt bis zu Shell? Nur wenn du da einmal gekauft hast? Ja. Ah, das tat weh. Ha, verwissen. Hab auch gedacht, du machst das. Hier nach oben. Alle Beete waren verkehrt gewesen. Du weißt, perfekter Schnitt bringt das weg. Ja, außer das, ja, so was schaffst du nicht. Oh, ein Schadenwurf. Ah. Nee, Marv kann ich nicht. Ich finde die Ziele besser. Okay, ich weiß, wie ich dich bekämpfe. Ich weiß es. Perfekte Klinge. Au. Melee kann man mit Marv einfach jetzt geile Kombos machen. Genauso wie mit Vollkorn. Und wandert. Mit die Kette der unendlichen Kettigkeit. Daneben. Jetzt ich. So macht er gerade das auch immer. Das ist übrigens die Konternote mit der. Mit dem. Mann, kann ich ihn nicht einfach einmal Meteoren mit so einem, der es eigentlich gar nicht machen kann? Ich hatte ja gerade so letztens schon einen Tag mit Vollkorn. Ja, Vollkorn ist ja übelst geil. Da hab ich zwei Leben gemacht mit. Da war ich. Verschlissen. Genau Little Mac Style. Einfach nicht rennen können. Oh, jetzt willst du mich unfair machen. Was? Du willst mich unfair machen. Du willst mich da wieder so weghauen, dass ich mich retten kann. Was? Nein. Nein, nein, niemals. Würde ich ja überhaupt nicht mit denen versuchen. Bei Marv geht das übelst easy. Einfach so schnell angreifen kann. Baseball! Baseball-Sword. Kann ich nicht. Ja, manche machen das immer so geil, so. Puh, dann springen sie nochmal und dann machen sie das hier. Wenn einfach übelst die Reichweite hat. Ah. Was? Ja, genau. Hab die Hekt und so. Oh! Nee, fast nicht. Na, da haben wir doch mal. Du bist <Ja, lacht> langsam so. Was? Ei. Ja. Da hab ich was gegen dich. Generell was gegen dich. Du bist ein Arschloch.
gesagt. Mikro ran. Ist wie geil das, als wenn der Mikro nicht an wäre. Sieben. Mach doch. Brauchst du sowieso nicht. Wie, dass ich den hier nehmen wollte. Das ist, glaube ich, mein größter Fehler, den ich machen kann. Pokémonofight. Auf Pokémon ist der. Auto, greif an! Tackle! Du bist im Vorteil. Mir egal. Mach dich kalt. Nee, du machst mich heiß. Kann man sich fast selbst töten. Kann ich auch gut. Nicht so, dass ich hier den Schatten perfekt sehen kann, ne? Das ist bei der Stage echt scheiße. Also, geht das los? Wieso? Mach ich ja nicht so oft. Oh. Ach, wieso nicht? Oh. Hast du diese Gespräche nicht schon verwirrt? Ich mach das nicht so oft. Boah, erstmal nach oben kotzen. Na. Aber siehst du, was der hat? Schwäche von Wasser? Nee, Konto. Ich weiß. Das war auch so, weil ich es gesagt hab. Ich bringe mich echt noch brutalstmäßig um. Nee, ich drücke einfach mal die falsche Taste. Weißt du, wie geil das jetzt kommen würde, ne? Nee, das schaffst du aber nicht. Das schaffst du aber nicht. Verschissen. Und oben. Und oben. Und oben. Jetzt nach links. Oh. Du hast Feuer, Wasser übelst dominiert. Nein. Ich dominiere dich. Das ist wieder so auffällig. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ah, Gott sei Dank. Das wäre mehr als hergekommen. Jetzt noch gewinnen. Das kannst du gewinnen. Ich mache zwei Leben. Und wenn ich jetzt konzentriert spiele? Ja, komm, ein Leben. Jetzt einmal ganz kurz. Ich da war's oder so. Gehen wir unsere Schultern. Ich verreck mir da übrigens den Schädel. Warum bin ich halt so kacke? Ah, finde ich gut. Dann sind wir doch wieder erstmal gleich. Aber später nicht mehr. Warum bin ich nicht so gut gegen Ralus? Das verstehe ich. Er ist jetzt der Beste. Nee, ich besieg den ja auch. Oh, ich hab gerade Angst. Wieso? Wer ist denn da noch so? Ach stimmt, die kann ich auch noch nehmen. Oder ihn. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ich denke einfach mal, es ist sie. Jedenfalls das Pummeluft-Ding. Pummeluft, ja. Pummeluft ist aber ein bisschen. Hier, ja. Theoretisch kannst du es nicht erkennen. Siehst du nicht die Farbe und die Locke am Kopf? Das ist ja, ja. Das ist ja auch Pummeluft. Du verstehst nicht, glaube ich, was ich meine, ne? Nee, ja, wenn du bei Pokémon Pummeluft fängst, dann steht doch auch mal, wenn nicht weiblich ist, ja, welche Farbe das Ding hat. Nee. Aber hier kann man es trotzdem, glaube ich, wissen, weil das Ding einfach mal eine Schleife hat. Oder eine Rose im Haar. Wenn du die Farbe änderst. Ach nee. Ich kann die Feinde nur besser. Weißt du, wie schnell die da geflogen sind? Musst du mal vergleichen, ey. Ich weiß, deine sind auch leichter zu denken. Von der Pit sind ja so träge. Ja, mag ich ja auch mehr. Nur weil die Feinde hier finde ich cooler. Damit habe ich schon öfters welche getötet, weil sie nicht mehr retten konnten. Atemraumschiff. Ein Klapp, denk dran. Du weißt, welchen anderen ich da drauf hab, ne? Okay. Ich weiß gar nicht genau, welchen ich meine. Bumm.
Ach, stimmt ja. Ach, der geht nicht mehr so weit. Nee, der geht nicht mehr so weit. Oh, selbst nicht getötet, scheiße. Das war jetzt Premiere mal, dass ich überhaupt mit Zelda eine Meteor geschafft habe. Der geht doch nicht so weit, muss ich echt besser aufladen. Das Schlechte am Pit ist einfach nur, der kann immer noch nicht smashen. Ich hab grad mein größtes Ziel bei dir geschafft. Meteor. Ich hab dich Meteor. Hab ich noch nie geschafft bei dir. Natürlich, aber nicht in diesem Spiel. Nicht getötet. Meine drei Leben waren nicht machbar. Hätte mich das getroffen, ja. Oh, 1%! Boah. Was hat gerade von dir? Wird schlecht, jetzt erstmal keine Kondition mehr haben. Hat man dich noch Meteoren mit, Alter? Da war er. Aber nicht so gut. Also wir länger halten müssen. Irgendwie. Keine Ahnung. Der Arsch muss mich eine Sekunde berühren. Das war zwar mein Fuß, aber egal. Das ist ein Auf. Ich hab dich echt damit gekillt. Das erste Mal. Oh. Aber schon wieder nur ein Leben. Ne, warte mal. Ich auch. Danach muss ich nochmal Vollkorn nehmen. Warum denn den? Jetzt bin ich eintrainiert, glaube ich. Auch wenn ich schlecht bin gerade. Ja, denkst du, du schaffst normal? Nein, nicht bei dem Schaden. Vorhin war auch nur Glück. Drei Leben Vollkorn, das muss heute noch sein. Ich aber nicht. Escape aus? Hier sind nicht, dass ich so alles schreibe. Guten Abend. Ah, nee, hast du ja gar nicht mehr drin, oder? Nee, ich muss ja Escape mal hinzunehmen. Ich glaube, bei Oso habe ich noch den Ton drin, dann kann ich ihn doch noch ersetzen. Ja, den musst du drin haben. Hast du ja die gefragt, so, ja, hast du mir nachgeschrieben? Ja, obwohl ich den schon ewig nicht mehr hatte, den Ton. Guten Abend. Aber erstmal realisieren. Toll. Das Reden habe ich jetzt ganz schön verlesen. Ich vergesse immer, dass ich kämpfe. Dadurch werde ich besser. Meine Hände machen einfach was. Kriegen. Ich hab den Pfeil echt noch erwischt. Der nicht wissen, was wird er denn? Verdammt. Ja. Mit Uppercut. Da spielt jetzt nicht Mario bei Zufallkrieg oder so, dann wisst ihr Bescheid. Ist ja mein Brawl-Spieler, ein geheimer Zufallscharakter. Main. Stimmt, ja. Das ist immer Mario gewesen. Ah, hier habe ich noch keinen bestimmt noch nie gesehen. Sieger.